Okay, es geht los. Wunderarsch, Richtung Bushaltestelle. Oh mein Gott, passend gekleidet, gehen wir zur Bushaltestelle. Hast du jetzt zwei Klassen neuer? Cool, bzzz. Ich habe zwei mein Klassen. Mein Kuh sind dröhnt, die Freedom Pairs sind unterwegs, es wird zur Konfrontation kommen. Oh mein Gott. Ja, hier lang, zur Bushaltestelle. Begleitmissionen sind zum Kotzen. Oh ja. Gehen wir zur Bushaltestelle, schneller. Verdammt. Gleich da. Geh zur Hauptstraße, Wunderarsch, und mach deinen Arsch gefechtsbereit. Okay. Ja, noch ein bisschen. Der Bus sollte eigentlich im Dezember kommen. Hey, ich möchte ein Foto mit dir machen. Guck dich mal an, mit deinem vielen Speicher auf dem Gerät. Das können wir doch machen. Nicht da lang, Hauptstraße. Egal. Die Freedom Pairs sind auf der Hauptstraße und wir nicht, weil wir auf dich warten. Okay. Können wir gerade keine Fotos machen? Sehr merkwürdig. Vielleicht machen wir das gleich einfach nochmal, wenn der große epische Kampf vorbei ist. Oder wir haben sie schon. Das kann natürlich auch sein. Wahrscheinlich haben wir die beiden schon. Du siehst weder wie ein Junge aus, noch wie ein Mädchen. Du bist wie Prince. Ich bin wie Prince. Gehen wir los. Wir sollten als Duo arbeiten, erinnerst du dich, Twig? Ja, ich weiß! Du hättest mir folgen sollen, als ich Coon & Friends verlassen hab! Ich mag Coon & Friends! Weil du deine eigenen Filme hattest! Zum Glück bist du hier! Die gehen voll ab! Super Crack musste Filme haben, bevor Wonder Twig vorgestellt wurde! Es hätte sonst keinen Sinn gemacht! Eure ganze Gruppe macht keinen Sinn! Weil du ein Verräter bist und jetzt bist du bei den Superverrätern! Ihr habt doch angefangen! Ihr habt doch bestimmte Superhelden besser behandelt als andere! Wir waren's nicht, die diese scheiß Franchise verlassen haben! Eric? Du musst mir zuhören. Ich kommuniziere mit dir per Telepathie. Raus aus meinem Kopf! Dein Franchise bringt es nicht. Stell dich der Wahrheit, Eric. Ihr seid einfach totale Spastis. Jimmy hat uns eben Spastis genannt. Hat er? Na gut, du bist Kerl. Timmy! Was für ein Wichser! Kümmert euch um diese Arschkratten! Es geht los, besiege die Freedom Pals. Es wird ein epischer Kampf. Das wird ein heißer Tanz. Nicht wirklich, ich tanze nicht, aber lass uns boxen. Ihr braucht schon Physik. Oh mein Gott. Ich würde sagen, wir kümmern uns zuerst um Mysterion. Ich schätze ihn einfach mal als den stärksten von allen ein. Verleiht mir Unsichtbarkeit. Was war nochmal? Y trifft einen Feind in der Nähe. Ja gut, die 7 Schaden. Kann ich auch drauf scheißen. Dann sind wir immer noch ein bisschen unsichtbar. Woher nimmst du diese Energie? Ich bin Wonder Twig, Verfechter der Gerechtigkeit. Klingt ja voll schwul. Selber schwul. Lahm. Alter. Nein, du bist lahm. Du bist der lahmste Lahm aus aller Zeiten. Das war auch lahm. Okay. Ich würde sagen, wir gehen einmal hier hin. Wen frieren wir denn ein? Wer kommt denn als nächstes dran? Mysterion kommt als nächstes dran. Das ist vielleicht nicht ganz so gut. Die stehen noch leider nicht hintereinander. Das Gute an den Freedom Pals ist, dass wir merken, wenn wir dran sind. Ja, entschuldige bitte mal. Ich muss mich hier ein bisschen zurechtfinden. Das sind alles ein paar neue Fähigkeiten hier. Frieren wir... Wieso können wir... Okay, dann frieren wir wie auch immer er heißt. Tweak. Tweak hieß er, glaube ich, ne? Kühle dein Ziel ab, füge ihm Schaden zu. Ja, nennen wir das. Oder stellen wir uns mal woanders hin. Dann machen wir, dann können wir vielleicht, können wir dann... Ja, wir können Mysterion einfrieren. Sehr gut. Yeah! Kavusch! Lass dich nicht von Cartman täuschen! Oh nein, wir sind geschockt! Fühlt den Zorn von Humankind! Okay, wir haben schon ziemlich viel eingesteckt. Also würde ich sagen, spendieren wir uns mal ein Schild. Yeah! Schack, Schild! Für jeden, der mich angreifen will. Mysterio muss aussetzen. Sehr gut. Auto! Wenn du deinen Arsch nicht in Bewegung setzt, fahr ich dich über den Haufen! Versuch's doch! Maul, es ist Civil War, Arschloch! Okay! Es ist Crack-Zeit, ich meine Super-Crack-Zeit! Super-Crack-Zeit! Oh mein Gott! Ich würde sagen...
geben wir dir aufs Maul? Wir geben Mysterion aufs Maul. Steht das Klopfen höher den Schädel? Oh ja. Zeit für die Chopper-Party! Okay, er bereitet einen Angriff. Super-Tornado-Warnung! Oh Gott! Sorry, Neuer, aber du bist einfach im falschen Team. Mist! Mal sehen, wer zuletzt lacht. Ich hab zu spät A gedrückt. Ich wusste nicht, wann ich A drücken sollte. So. Gucken wir doch mal. Bringt mir das irgendwas? Was hat denn... Ach, ich weiß nicht mal, was ich für Fähigkeiten habe. Aber was wir auch nochmal machen könnten, eigentlich... Makaroni-Bild, rufe Moses herbei, der all deine Verbündeten heilt. Können wir einfach mal machen. Ja, machen wir mal. Bereit für ein Wunder? Jugendpfadfinder Ehrenwort. Ein Wunder! Derweil in der Ruhmeshalle der allerbesten Freunde. Alle Sünden mögen vergeben werden und alle Sklaven frei sein. Alle Sünden mögen vergeben werden und alle Sklaven frei sein. Heilung! Episch! Ich werde über das Böse triumphieren und damit meine ich dich! Nein! Oh mein Gott! Denk an Sonne und eine heiße Braut im Bikini! Oh mein Gott, nein, wir müssen aussetzen. Verdammt! Okay, dann würde ich sagen... Angriff auf Mysterion. Damit bist du weg. Stimmt, Mysterion! Kleiner Rückschlag! Oh, bin ich dran? Du bist dran. Und jetzt machen wir auf jeden Fall, das Heranstürmen. Das trifft nämlich ihn und auch seinen Hintermann. So sieht's aus, Pyjama Pals. Und verlangsamt ihn noch obendrein. Sehr gut. Ziel erfasst! Versuch's doch! Ja. Vielleicht bringt dich das zur Vernunft! Dich wird jetzt einiges zur Vernunft bringen, mein Freund. Bereit, Gas zu geben! Oh. Ah, wir können... Na toll. Oh, super! Okay, dann bleibt uns eigentlich nur... Wir können ja niemanden... Wir wischen hier eh niemanden. Da würde ich sagen... Ja. Heilen wir einfach mal. Du willst eine Heilung? Ja. Schubidu. Ja. Komm. Wir konnten eh nichts anderes machen. Du viel Druck! Donnerlittchen! Komm doch her! Nein! Die elektrostatische Ladung stört meinen Superspeed. Der Neue wird euch vermöbeln, Freedom Pals! Oh mein Gott, jetzt werdet ihr alle sterben. Der Avatar ist erneut erwacht. Yeah. Da guckt ihr was. Damit hättet ihr nicht gerechnet. Wir sind geschockt, aber ihr auch. Der Gerechtigkeit. Okay, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall Zeit für Angriff. Oh nein. Wer braucht am meisten eine Trachtprügel? Wer nicht? Verdammt, wir können nichts machen. Oh, super. Sind wir cool, ey. Ich hätte ihn heilen sollen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal ein bisschen zurück und tauschen vielleicht schon in der nächsten Runde wieder. Können wir nicht... Wir können doch... Ah, wir können hier hin, weil er ja erledigt wurde. Sehr gut. Dann können wir wieder das Heranstürmen machen. Yes. Könnt mir nicht egaler sein. Alter. Das hat sich gerade ein bisschen merkwürdig angehört. Komm doch her. Ach, du musst aussetzen. Oh, das tut mir aber leid. Und geschockt bist du auch. Überleg dir gut, was du tust. Oh mein Gott. Ich muss es mir wirklich überlegen. Wir können ihn auch einfach nochmal einfrieren. Frieren wir ihn nochmal ein. Hauen wir drauf. Wir frieren ihn einfach nochmal ein. Ach nee, wir haben gar... Toll. Au! Du
Squeak ist verletzt. Wow, das war einfrieren. Laser online. Okay. Dann würde ich sagen, der Kampf zieht sich schon viel zu lange hin, aber egal. Hey. Machen wir mal so. Keine Sorge, ich bin geschützt. Ich bin dran. Und dann machen wir jetzt noch ein letztes Mal heranstürmen. Warum auch immer seine Lebensanzeige nicht angezeigt wird. Ah, da steht jemand im Weg. Hä, aber warum? Ich begreife das immer nie. Jetzt steht da jemand im Weg, oder was? Aber eben ging das doch auch. Ja gut, dann tun wir halt nichts. So ein Wetter habt ihr noch nie erlebt. Ja, komm her. Dir blitz ich einen. Scheiße für dich. Du musst nicht auf ihrer Seite sein, Neuer. Du wirst jetzt sterben. Langsam sollten die Bösen ihr Leben überdenken. Oh, es war ein epischer Kampf und wir haben gewonnen. Geistiges Augemaske und 23 Cent Fanfiction über Super Craig und Wonder Tweak. Okay. Gute Arbeit, Neuer. Allmählich hast du den Dreh raus? Warte mal, was ist mit Kuhn? Oh, scheiße, schnell! Wir müssen dem Kuhn hinterher. Kuhn, was ist passiert? Timmy ist davongekommen? Er hat total mein Gehirn vergewaltigt. Alles okay? Nein, wirklich, Leute. Er hat meinen Kopf total zerfickt. Wir haben gekämpft, aber seine Psychokräfte sind zu stark. Also war alles umsonst? Nicht ganz. Ich hab Timmys Handy. Wirklich? Ganz bestimmt ist er auf eine Spur. Bringen wir es zur Basis. Super Craig kann es analysieren. Ich frage mich ja, was geschehen ist. Danke, dass du mir diese Macaroni-Bilder dargebracht hast, junger Held. Ah, ist er jetzt unser Freund? Geh mal auf Coolstagram. Ist jetzt unser. Ist Moses unser Freund? Moses ist unser Freund. Na hey. Besser geht's doch nicht. Kommen wir da oben? Da oben kamen wir nicht ran, ne? Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Kehre zum Kuh und versteck zurück. Okay. Hallo? Ist da der kleine Superheld, dem immer mehr auf Kunstagram folgen? Deine Anwesenheit wird im Rathaus verlangt. Die Bürgermeisterin von South Park möchte mit dir sprechen. Lass sie nicht warten. Okay, ich finde diese Soundbugs super. Immer besser. Und so. Jedenfalls. Die will kein Selfie machen. Ist okay. Ich komme damit klar. Ich wollte zur... Wo wolltest du eigentlich hin? Ja, wir müssen zum Kuhnversteck zurück. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal zum Kuhnversteck zurück. Meine Güte. D-Mobile, alles klar. Verbreitet die Nachricht, Kuhn und Friends haben die Freedom Pals im Civil War besiegt. Euer tolles globales Finanzsystem steht in Flammen. Was auch immer. Das zählt ja nicht mehr, ne? Nee, genau, weil wir euch schon haben. Okay. Soll mir recht sein. Soll mir recht sein. Supidu, dupadipadipadu. Auf zum Kuhversteck. Mein Gott. So, ja. So. Fick. Dich. Mom. Eingabe. Da sind wir. Ah, da bist du ja, Wunderarsch. Ist das mein Superheldenname? Na gut, an die Arbeit. Was auch immer. Okay. Was hast du gefunden, Super Craig? Auf Timmys Handy sind ein Haufen Notizen. Irgendwas über eine Frau, die Infos über das Verbrechen hier in der Stadt hat. Welche Lady? Hier steht nur, findet die Frau mit dem Penis-Tattoo. Welche Frau in Hauptbahn hat ein Penis-Tattoo? Ich weiß nicht, Mosquito. Aber die Freedom Pals glauben wohl, sie führt zu der verschwundenen Katze.
Wenn die Freedom Pearls sie vor uns finden, bekommen die $100 Belohnung. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen das Freedom Pearls Franchise unbedingt verhindern. Und zwar sofort. Dann müssen wir die Frau mit dem Tattoo heute Nacht finden. Blitzfreak hat recht. Wir müssen uns heute Nacht aus dem Haus schleichen und die ganze Stadt absuchen. Was meinst du? Bist du dabei? Ich bin dabei. Hör mal, wenn du zu Conan Friends gehören willst, musst du lernen, wie man kommuniziert. Ja, wer hat den Typ überhaupt eingeladen? Leute, chillt mal. Er hat es nicht leicht. Als er 6 war, hat sein Dad seine Mom gefickt. Was? Sorry, sie mussten deine tragische Hintergrundgeschichte erfahren. Wunder auch keinen, weil sein Dad seine Mom gefickt hat und er es nicht verhindert hat. Das ist völlig unlogisch. Ich weiß. Wie kann dein eigener Vater deiner Mutter sowas antun? Cartman, der Dad von jedem fickt die Mom von jedem. Hä? So läuft das, Idiot. Unsere Dads haben unsere Moms gefickt. Ach so. Dann hat dein Dad also auch deine Mom gefickt, Kyle, hä? Ja, mein Dad hat meine Mom gefickt. Deswegen gibt es mich. Klau ihm seine Hintergrundgeschichte nicht. Du bist so verdammt dämlich. Jeder Mensch auf der Erde, jeder, hatte einen Dad, der seine Mom gefickt hat und... Halt, halt, das spielt jetzt im Moment keine Rolle. Wir müssen die Lady mit dem Schweinstattoo finden. Ja, gehen wir nach Hause und bereiten uns auf unsere Nachtmission vor. Los geht's, Kuhn-Freunde. Er ist so ein verdammter Idiot. Schon gut, ruhig Blut. Tut mir echt leid, dass die anderen so rücksichtslos sind. Das ist Leute so geil. Hassen, was sie nicht verstehen. Hiermit ernenne ich dich zum vorläufigen Sidekick. Geh nach Hause und schleich dich später raus. Weitere Infos folgen. Kostüm ablegen? Ja. Dein Machtlevel ist niedriger als der für die nächste... Hä? Dein Machtlevel ist niedriger als für die nächste empfohlene Wert. Bist du sicher? Nein. Was? Jetzt zum Superheld, zack, zack. Was soll das heißen? Das heißt, ich muss erstmal noch andere Sachen erledigen und dann... Willst du eine andere Geschichte ausprobieren? Nö, erstmal nicht. Was muss ich denn jetzt machen? Muss ich jetzt einfach nur zu meinem Versteck zurück, oder wie? Geh in dein Haus. Okay. Du-bi-du-bi-du-da. Schuppi-du-bi-du-bi-du-da. So, ich würde sagen, bevor wir es Nacht werden lassen, dann gehen wir nochmal kurz zu Bibi. Sie wollte uns ja irgendwie sprechen, ne? Kann das sein? Karte. Dein Haus, wo war dein Bibis Haus? Irgendwo hier hinten, okay. Am Ende von irgendwas. Gehen wir los. Führe noch ein paar letzte Tests durch. Der Kite-Seil-Express zur Hauptstraße ist fast einsatzbereit. Alles klar. Okay. Kommt mir vor, als würde ich schon 3 Jahre auf diesen Bus warten. Ja, mir auch. Wahrscheinlich hat er im letzten Teil drauf gewartet. Und jetzt steht er immer noch da. Ich glaube, das ist doch so wahrscheinlich. Ganz sicher sogar. War ich da schon dran? Nö. Göttlicher Verstärkerrezept. Mein Gott. Was ist das? Crafting. Göttlicher Verstärker greift auf Gehirnwellen des Teams zurück und erzeugt eine Hyperaktivitätsschleife. Ha. Machen wir das einmal. Gucken wir doch mal, Artefakte. Wo sollte uns das denn stärker machen? Jetzt weiß ich wieder nicht, welcher das war. Ah, der. Gibt uns mehr Macht. Alternativkrafterholung würde sinken, aber der Statuseffekt des Schaden würde da steigen. Was bringt uns das hier? Statuseffekte, das würde eigentlich nicht so viel bringen. Also würde ich sagen, ersetzen wir das. Ultimativkrafterholung, ja, puhu. Wir werden sowieso bald wechseln. Jedenfalls, wir wollen zu Bibis Haus. Finde ich nicht nett. Da war noch was. Edgars Kleber! Ganz viel Crafting-Zeug, sehr schön. Das war Bibis Haus. Okay. Dann looten wir mal erstmal alles. Wie immer. Ja.
Aber erstmal das Wichtigste, wir schalten den Fernseher an. Und looten alles. Oh mein Gott, wir können in den Keller. Kühlschrank. Was haben wir denn da? Willkommen in meiner Männerhöhle. Oder eher Männerküche. Okay. Willkommen in meiner Männerhöhle. Hey. Oder eher Männerküche. Oh, da sind Erinnerbären. Erinnerst du Capri-Sonne? Oh, das waren die besten. Ich erinnere. Oh, ich erinnere. Oh. Erinnerst du Takeshis Castle? Klar erinnere ich. Beste Sendung überhaupt. Ich erinnere. Takeshis Castle und Capri-Sonne. Ja, warum nicht? Geil. Daran erinnere ich immer, ey. Oh, Takeshis Castle. Oh, das muss ich mir nachher nochmal ansehen. Da gibt's bestimmt irgendwas auf YouTube. So, gehen wir mal in den Keller. The First Unicorn. Ah, verdammt. Nein, nein. Kann man das irgendwie... Nö. Was bringt einem das hier? Ich frage mich, ob man hier auch noch schrumpfen kann. Später. Irgendwann. Mein Gott. Okay. Hm. Hier kann man anscheinend noch nichts machen. Wahrscheinlich gibt es nachher noch eine Pyjama-Party oder so. Oh mein Gott. Ich erwarte es mit Schrecken. Hoch in die obrigen Zimmer. Aber zuerst müssen wir was Wichtiges erledigen. Wie jeder weiß, gibt es in jedem Haus eine Toilette. Ja, ich weiß, das hättet ihr jetzt nicht gedacht, aber es ist so. Es ist tatsächlich so. In jedem Haus gibt es auch meistens eine Toilette. Oh Gott. Ja, wir schaffen's. Druck aufbauen. Was müssen meine Nachbarn denken? Das will ich hier rumschreien. Druck aufbauen. Wie oft muss ich das denn machen? Hä? Ich check das immer noch nicht mit dem Rauszwicken. Wilder Schiss. Ja, sehr schön. Wunderschön. Ich bin fast ein bisschen begeistert. So, was gibt's denn hier? Dumme, verzogene Hure-Handy. Alles klar, okay. Oh. Abnehmen leicht gemacht und Stoffballen. Abnehmen leicht gemacht. Taxigeld, okay. Was? Bruststraffer-Creme. Alter, sag das mal ziemlich ganz schnell hintereinander. Bruststraffer-Creme. Krieg ich nicht gut. So, Bibi. Du willst deinen neuen Look? Hier bist du goldrichtig. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Wie läuft's so mit Cartmans dämlichen Superheldenplan? Gute Nachrichten. Es gibt neue Ware im Bibi-Shop. Was war was? Okay. Okay, Rezepte. Ciao. Ciao. Würdest du eins dieser selbstgemachten Kostüme tragen, würde ich dich liken. Lass uns ein Selfie machen und Instagram-Freunde sein. Okay. Woohoo, Wendy Testerburger. Okay. So da- süß. Ich hab dich ganz genau gesehen. Komm da runter. Blick des Donners. Es ist so geil. Okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall. Ich kümmere mich um deine Haare und dein Outfit. Da brauchst du echt Hilfe. Oh, wir brauchen dafür aber 6 Dollar. Ciao. Okay, wir werden zurückkehren. Wir haben im Moment noch nicht so genug Geld. Wahrscheinlich doch, aber naja. Oder? Ich kümmere mich um deine Haare und dein Outfit. Da brauchst du echt Hilfe. Schrott, wir haben ziemlich viel Schrott. Aber wir brauchen voll viel Geld dafür. Hey. 6 Dollar insgesamt. Alter. Nee, nee, das mache ich jetzt noch nicht. Bis später.
Hauptsache erstmal so ein Wings-Poster an der Tür kleben. Yeah. Ich glaube, das muss aus. Danke. Okay, gehen wir jetzt zu uns nach Hause. Oder gehen wir erstmal noch hier rein? Was gibt es eigentlich noch für Missionen gerade? Oh, erstmal alle Knöpfe drücken und voll versagen. Was sagt der Charakterbogen? Tausende neue Sachen, super. Super. Karte. Der sagt, wir waren bei Bibi. Da oben sind alles tolle Einkaufssachen. Was müssen wir denn? Meistere alle Raisins Ripper Titel auf dem Charakterbogen. Ach so, okay. Okay. Dann müssen wir nur noch warten, bis es Nacht wird. Und dann müssen wir auf jeden Fall zu Randy Marsh. March, was auch immer. Egal, wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal nach Hause. Auf nach Hause!